sind sie Kult und haben sich mit Songs wie diesen in sehr viele Herzen gespielt. Ja, pur, klar. Seit mehr als 4 Jahrzehnten gibt es die Band jetzt schon und trotz des großen Erfolgs musste sie auch so einige Tiefschläge verkraften. Sänger Hartmut Engler litt ja unter anderem an Depressionen. Doch all das ist überstanden und die Jungs wollen wieder Hallen füllen. Natürlich mit neuer Musik. Lasst uns voll sein, wundervoll sein. Sie wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, nach 40 Jahren als Band. Hartmut Engler mit einem typischen Pur-Song. Positive Gefühle, eingängige Melodie und ein bisschen Wortspiel im Text. Auch wenn hier garantiert nur die Trunkenheit vor Glück gemeint ist. Voll sein, okay, aber dann wundervoll sein. Das gibt's bis plötzlich in einer ganz anderen Ebene. Voller Freude, voller Liebe, voll bis oben in den Platz. Und ab dem Moment lehne ich jeden Verdachtsmoment ab, mich da in die plumpe Ecke begeben zu wollen. Klar, es gibt auch nachdenkliche Lieder auf dem neuen Album, aber der Grundton ist am Ende optimistisch. Wenn ich ein Grundprinzip für das Album hatte, dann das, dass ich es nicht in zehn Jahren anhören möchte und dann feststellen muss, okay, das war dieses Putin-Pandemie-Album. Und das lastet irgendwie auf diesem Album. Die Gesangsparts sind hier im Tonstudio in Ludwigsburg bei Stuttgart entstanden. Manager Götz von Sydow hat die Platte mitproduziert. Die anderen Bandmitglieder, die teils weit auseinander wohnen, haben die Musik woanders aufgenommen und eingeschickt. Hier wurde alles zusammengebaut. Dann habe ich gesagt, ich wünsche mir aber, dass ich jetzt aus meiner Enklave hier rauskomme und ich möchte ein richtig schönes Tonstudio, das an das Arbeiten früher erinnert. Nicht mehr alles ist wie früher, nach 40 Jahren auf der Bühne. Sogar ein Hartmut Engler wird älter. Bei mir zwickt und zwackt es wie bei einem 60-Jährigen üblich. Und ich sag mal, es sind wahnsinnig schöne Konzertabende, wo man gar keine Schmerzen hat. Seit 20 Jahren treten Pur in der Arena auf Schalke vor über 60.000 Menschen auf. Dazu laden sie immer wieder Gäste ein, um ihre Klassiker zu spielen. Wie hier Abenteuerland mit Andreas Burani. Auch auf dem neuen Album gibt es Duette, etwa mit Cassandra Steen. Hier ein Handyvideo des Managers von den Aufnahmen im Sommer. Und die schwäbische Band singt Funkelperlenaugen mit der New Yorker A Cappella-Gruppe Naturally Seven. Also ich habe so innerlich gejubelt, weil ich für mich so gedacht habe, die biete ich einer Schülerband Ghost Soul und große weite Welt und Amerika und wow. Persönlich heißt das neue Album. Der Wunsch von Hartmut Engler, dass auch die neuen Lieder die Pur-Fans durch ihr Leben begleiten. Also für mich ist das schon immer fast herzzerreißend, wenn ich einen Brief lese. In der und der Situation höre ich mir dieses und jenes Lied an, weil das hilft mir dann total. Und das sind die Momente, wo ich denke, ich habe so quasi den geilsten Job, den man haben kann. Hartmut Engler freut sich auch darauf, die neuen Lieder live zu spielen. Im Frühjahr ist eine Tour durch mehrere große Hallen geplant. Dann können Pur wieder richtig